Die meisten Menschen haben keine Ziele, weil sie in ihrem Leben erfahren haben, hey, das bringt ja eh nichts. Soll heißen, sie haben sich das ein oder andere Mal ein Ziel gesetzt und sie haben es nicht erreicht. Und festgesetzt hat sich bei diesen Menschen, ich erreiche meine Ziele nicht, also brauche ich mir auch gar keine setzen. Wusstest du, dass es dich mehr als 30 Mal so erfolgreich macht, wenn du deine Ziele aufschreibst? Die meisten Menschen wissen das nicht und sie glauben nicht an Ziele. Und ich will dir heute sagen, warum das so ist, warum sie nicht dran glauben und wie du das ändern kannst. Hallo, ich bin Bodo Schäfer, Money Coach und Gründer des VIP 7-Jahres-Clubs. Und mit diesem Kurs kannst du, wenn du dabei bist, in 7 Jahren deine finanzielle Freiheit erreichen. Lass uns heute über Ziele sprechen. Fangen wir damit an, dass die meisten Menschen gar keine Ziele haben. Zumindest keine, die sie aufgeschrieben haben. Woran liegt das? Die meisten Menschen haben keine Ziele, weil sie in ihrem Leben erfahren haben, hey, das bringt ja eh nichts. Soll heißen, sie haben sich das ein oder andere Mal ein Ziel gesetzt und sie haben es nicht erreicht. Und festgesetzt hat sich bei diesen Menschen, ich erreiche meine Ziele nicht, also brauche ich mir auch gar keine setzen. Gehen wir noch ein bisschen tiefer. Warum haben 98% mindestens aller Menschen keine klaren aufgeschriebenen Ziele? Die Gründe sind einfach. Der erste Grund ist, dass wir Angst haben. Also Angst, dass wir die Ziele nicht erreichen können. Und diese Angst, die ist begründet, denn die entsteht aus den eigenen Erfahrungen. Wir haben es versucht und wir haben es nicht geschafft. Aber die Angst begründet sich auf noch etwas anderes, nämlich auf unsere Selbstgespräche. Circa 80% und mehr unserer Selbstgespräche, also die Gespräche, die in unserem Kopf ständig stattfinden, die sind negativ. Über 90% von allem, was wir am Tag an Input bekommen, ist negativ. Angst heißt auf Englisch Fear. Für viele Amis ist das eine Abkürzung für False Evidence Appearing Real. Wir haben uns selber diese Beweise memorisiert. Wir haben uns gemerkt, ich kann das nicht. Oder Ziele sind nicht wichtig. Oder sie sind für mich nicht wichtig, weil ich sie sowieso nicht erreiche. Und wir haben so viel Negatives, das wir jeden Tag aufnehmen. Und zu dieser Masse, die wir aufnehmen, gilt dann Collected False Evidence Appears Double Real. Wir haben so viele negative Dinge gesammelt, die uns doppelt und dreifach negativ erscheinen. Kennst du einen wirklich negativen Menschen? Dann unterhalte dich doch mal mit solch einem Menschen über dein Ziel, wenn du eins hast. Möglichst sogar ein großes Ziel. Und es ist unfassbar, was dieser Mensch dir dann alles sagen wird, welche Einwände er hat. Einwände in Bezug auf zum Beispiel deine Geschäftsidee, wenn du eine hast. Einwände, warum deine Partnerschaft nicht funktionieren kann. Und dann kommen die sogenannten Global Beliefs. Das sind unsere globalen Glaubenssätze. Und die haben Menschen ganz stark in eine bestimmte Weise ausgeprägt, wenn sie in ihrem Herzen negativ sind. Nach dem Motto, geht ja eh alles den Bach runter, man kann ja keinem trauen und alles und keinem, sagen sie. Das sind Zeichen dafür, dass es sich um einen Global Belief handelt, um einen Universalglauben. Und ich sage dir einen Global Belief von mir, der mich dazu bringt, mir immer wieder neue Ziele zu setzen. Und vielleicht inspiriert dich dieser Universalglaube auch. Hier ist mein Global Belief. Naturschätze in der Erde verbrauchen wir, wenn wir sie gebrauchen. Wenn wir also Öl aus der Erde holen und sie verbrennen, ist das Öl weg. Schadet sogar der Umwelt. Ganz anders ist es nach meinem Global Belief mit den Schätzen eines Menschen, die wir in uns drin haben. Hier schaden wir der Welt und der Umwelt dann, wenn wir sie nicht benutzen. Mein Global Belief ist also, wir müssen die Schätze in uns entdecken und sie zum Leuchten bringen. Und das können wir am allerbesten, indem wir uns, Achtung, Ziele setzen. Ich glaube fest, es ist unsere Aufgabe, unser Leben zum Leuchten zu bringen. Weißt du, ich erzähle solche Dinge jetzt seit über 30 Jahren. Und ich weiß, was viele Menschen denken, wenn ich das sage. Ich erinnere mich an jemanden, der saß einmal in einem sehr großen Raum, in dem ich gesprochen habe. Ich habe da ein Seminar gehalten. Und du musst dir jetzt so eine ewig lange Stuhlreihe vorstellen. Und mittendrin saß dieser Typ. Und als ich dann so ungefähr 20 Minuten geredet habe, da sagte dann der Typ zu sich selbst, mein Gott,
Was labert der Schäfer für einen Stuss? Und ich habe damals darüber geredet, was wir alles sein können, was wir alles haben können, was wir alles tun können, wie wir unser Leben zum Scheinen bringen können, wenn wir uns Ziele setzen. Und dieser Mann, der sitzt da und sagt zu sich, wenn das mit dem Schäfer jetzt noch schlimmer wird, dann muss ich hier raus. Und es wurde schlimmer. Denn ich habe die Menschen aufgefordert, etwas Herrliches aus ihrem Leben zu machen. Habe ihnen Wege gezeigt, wie sie das tun können. Wie sie der Beste werden, der sie sein können. Der Mann war aber ein Angsthase. Der wollte am liebsten abhauen, saß aber da im Zentrum dieser Reihe und hat sich nicht rausgetraut. Denn dann hätte er entweder links oder rechts mindestens 30 Menschen bitten müssen, nacheinander aufzustehen, um ihn durchzulassen. Woher weiß ich das alles? Er hat mir später einen Brief geschrieben und er hat mir wörtlich geschrieben, ich saß da gefangen in der Mitte. Ich musste dich ertragen. Und dann habe ich mich ganz wild entschlossen, in der ersten Pause bin ich weg, ich haue ab. Er hat mir dann den Brief geschrieben und mir geschildert, wie schlecht es ihm damals ging. War bös übergewichtig, hatte richtig schlimme finanzielle Probleme und das war so 5, 6 Jahre her. Er schreibt dann weiter, dass er gar nicht mehr genau weiß, was ich alles gesagt habe. Aber auf einmal hat ihn etwas berührt. Und dann hat er etwas getan, was er am Anfang für unmöglich gehalten hat. Er hat sich von seinem Nachbar ein Stück Papier geliehen und hat dann angefangen, sich Notizen zu machen. Und in der Pause hat er sich dann am Büchertisch ein Journal besorgt und hat den ganzen Tag mitgeschrieben. In dem Brief stand dann wörtlich, ich habe zum ersten Mal einen Hoffnungsschimmer gehabt, seit 10 Jahren. Er erklärte mir dann, dass er angefangen hat zu trainieren, zu sparen. Nur diese zwei Dinge, trainieren und sparen. Er wollte sich selber in Form bringen und er wollte seine Finanzen wieder in Ordnung bringen. Er hat dann angefangen, täglich meine Audios zu hören, jeden Tag. Er schreibt mir, Bodo, wenn du irgendwann mal eine Grippe hast und nicht auftreten kannst, dann sag den Termin bloß nicht ab. Ruf mich an, ich kann alles, was du sagst, Wort für Wort, ich kann es sogar mit der gleichen Betonung wiedergeben. Ich sage dir das, weil ich so etwas immer wieder erlebt habe. Ich habe über 40.000 Briefe und Mails bekommen von Menschen, die mir im Wesentlichen immer wieder dasselbe, in einer anderen Geschichte, aber mit der gleichen Reihenfolge, mit der gleichen Core-Story erzählt haben. Nämlich, ich konnte mir nicht vorstellen, dass das, was du sagst, Bodo, auch für mich funktioniert. Ziele hatten für mich keine Bedeutung. Oder wenn sie eine Bedeutung hatten, dann eine negative, im Sinne von, ich kann meine Ziele sowieso nicht erreichen. Das habe ich mir oft genug bewiesen. Ich muss mir also keine setzen. Ich bin davon überzeugt, dass die meisten noch aus einem anderen Grund keine Ziele haben. Weil man sie ihnen nie richtig erklärt hat, nie richtig verkauft hat. Ziele bedeuten, dass du Kontrolle über dein Leben übernimmst. Wenn du nämlich kein Ziel hast, kontrollieren dich andere oder der Zufall. Lass mich das ganz deutlich sagen. Wenn du keine eigenen Ziele hast, hast du kein eigenes Leben. Du weißt dann auch gar nicht, was du wirklich willst. Das Einzige, was du fühlst, ist, dass es dir mal besser geht und mal nicht so gut. Du verstehst aber gar nicht wirklich, warum. Wenn es dann draußen regnet, kann es für dich zu einer Katastrophe werden. Ich habe doch gedacht, dass die Sonne scheint, ich wollte mich doch mit Kumpels treffen und so weiter. Ganz einfach, weil du keine großen Ziele hast. Wenn du große Ziele hättest, wäre ein Regentag für dich vollkommen unbedeutend. Ich habe mal mit Wladimir und Vitali Klitschko zu Abend gegessen. Du erinnerst dich an diese Boxer. Vitali sagte damals, ein Mann ohne Ziel ist wie ein Pfeil ohne Spitze. Und ich bin mir sicher, das gilt genauso für Frauen. Wir brauchen Ziele. Du brauchst sie, ich brauche sie. Sonst verpufft unsere Energie. Und wir wissen nicht, welche Entscheidungen wir treffen sollen. Wir treffen ja jeden Tag so viele Menschen. Wir begegnen so vielen Menschen und so vielen Möglichkeiten, auch vielen Ideen. Sie haben alle keine Bedeutung für uns, wenn wir keine klaren Ziele haben. Oder anders, wenn wir klare Ziele haben, dann erkennen wir, oh ja, das ist ein Puzzlesteinchen, das ich gebrauchen kann. Das ist eins, das ist eins. Haben wir keine Ziele, hat alles nur eine sehr eingeschränkte Bedeutung. Lass mich dir ein Beispiel geben. Ich wollte einen Weltbestseller schreiben.
Das ist jetzt echt mal ein großes Ziel. Wie machst du das? Schreibst du dann ein Buch und hoffst, dass es dann dein Verlag in über 50 Länder trägt? Die Wahrheit ist, auf deinen Verlag kannst du dich nicht verlassen. Das musst du selber zustande bringen. Wenn du sicher sein willst, dass es klappt, musst du es selber tun. Aber wie machst du sowas? Ich habe mich dann erkundigt, wo ich eine Firma gründen könnte, die mein Buch in die Welt trägt, verbreitet. Und ich habe dann gesehen, für mich ist das beste Land Holland. Dann habe ich mich mit Rechtsfragen auseinandergesetzt. Ich habe mir überlegt, wie man ein Buch für andere Länder interessant macht. Ich habe mich mit international erfolgreichen Bestseller-Autoren unterhalten. Ich habe mir eine Liste geschrieben, was ich alles umsetzen muss, so einen klaren To-Do-Plan. Ich habe eine Partnerin gewonnen, die mit mir zusammen diese Firma aufgebaut hat. Dann haben wir Angestellte in diese Firma bekommen. Ich bin in viele Länder gereist, um Werbung zu machen für mein Buch. Nach Australien, nach Singapur, nach Korea, Südkorea, nach Russland, Ukraine, Litauen, Griechenland, was weiß ich, in unfassbar viele Länder. Alles hat aber angefangen mit einem einzigen Ziel. Und aus dem Ziel wurde ein Plan. Und bevor ich dieses Ziel hatte, wusste ich nichts von all diesen Möglichkeiten. Ich habe nicht über Holland nachgedacht. Ich habe nicht darüber nachgedacht, wie man ein Buch promotet. Alle diese Möglichkeiten, diese Menschen auf dem Weg, haben nur eine Bedeutung bekommen, weil ich ein Ziel hatte. Klingt das hart? Es ist die Wahrheit. Ich hätte diese Menschen gar nicht kennengelernt ohne dieses Ziel. Also hätten sie für mich nie eine Bedeutung gehabt. Das heißt nicht, dass sie keine Bedeutung hatten, aber für mich hätten sie keine Bedeutung gehabt. Ich habe durch das Ziel etwas ganz Spannendes herausgefunden. Alle die Fähigkeiten, die ich brauche, um aus meinem Buch einen Weltbestseller zu machen, die hatte ich. Ich wusste das aber nicht. Und vielleicht hast du auch eine unfassbare Menge von Fähigkeiten in dir, hast aber keine Ahnung, was du damit machen könntest oder auch keine Ahnung, dass du sie hast, bis du ein bestimmtes Ziel hast. Es gibt eine berühmte Yale-Studie, die besagt, dass es dich 30 Mal erfolgreicher macht, wenn du deine Ziele schriftlich notierst, also aufschreibst, als wenn du das nicht machst. 30 Mal! Die Studie war genau so. Man hat die Studenten eines Abschlussjahrgangs gebeten, schreib doch mal deine Ziele auf. 97% haben das nicht gemacht. Ist ja oft so, ne? Die meisten machen es nicht. 3% haben es gemacht. Und 20 Jahre später hat man dann diese ehemaligen Studenten interviewt und es stellte sich heraus, die 3%, die ihre Ziele wirklich aufgeschrieben haben, die hatten zusammen mehr wirtschaftlichen Erfolg, mehr Geld, mehr Immobilien, mehr gefühlte Erfüllung und Glück als die 97% zusammen, die ihre Ziele nicht aufgeschrieben haben. So weit, so gut. Aber wir müssen auch lernen, wie wir Ziele setzen. Denn wenn du die Yale-Studie wirklich studierst, dann erfährst du, dass es nicht nur darum geht, ein Ziel aufzuschreiben. Das ist nämlich nur der Schritt 1. Der zweite Schritt, jetzt kommen ein paar spannende Schritte, der zweite Schritt ist, dass du dir auch die Gründe notieren musst, warum du dieses Ziel erreichen musst. Und müssen ist hier das entscheidende Stichwort. Warum es für dich unfassbar wichtig ist, dass du dieses Ziel erreichst. Der dritte Schritt ist, du notierst dir dann die Hindernisse, die du dafür überwinden musst. Bei einem großen Ziel ist es unfassbar viel. Viertens schreibst du auf, wer dir helfen kann, diese Hindernisse zu überwinden. So wie ich damals aufgeschrieben habe, hey, die Bestseller-Autoren sind den Weg ja alle schon gegangen. Also muss ich die nur fragen. Und wenn die mich mögen und ich denen sympathisch bin, ja, warum sollen sie es mir nicht erzählen? Und das haben die gemacht. Und da habe ich unfassbar viel gelernt. Da habe ich ganze 50, manchmal noch mehr Jahre an Erfahrung von jemandem gesagt bekommen, was ich da tun kann. 50 ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber mehrere Jahrzehnte Erfahrung. Punkt 5 ist, dass du lernen musst, wie du einen ziemlich genauen Plan machst. Planen ist wieder etwas, das werden wir in einem anderen Video besprechen. Wie machst du einen exakten Plan? Und dass du dann einen Aktionsplan machst mit Datum. Also erst machst du einen Plan und dann schreibst du in Schritt 6 dahinter, welches Datum bei den einzelnen Schritten
bis wann musst du es gemacht haben? Schreib einfach ein Datum dahinter. Und Punkt 7, du schreibst dir dann auf, wieder ein Datum, wann du das große Ziel endgültig erreicht haben wirst. Ist das viel? Absolut. Und ist es schwer, ein großes Ziel zu erreichen? Wieder ein absolutes Ja, sonst wird es ja jeder tun. Aber weißt du, was in meinen Augen viel, viel schwerer ist? Ein Leben zu leben, in dem du ständig den ganzen Tag dich mit irgendwelchen unwichtigen Problemen herumschlägst, mit Niedergeschlagenheit, mit Unlust, damit, dass du dein Leben irgendwie nicht im Griff kriegst, dass die Menschen, die dich nerven um dich herum, dass du denen nicht entkommen kannst. Aber wenn du dir ein großes Ziel setzt, dann veränderst du dein Leben dramatisch. Dann wirst du der Beste, der du werden kannst. Warum? Weil du jetzt einen Grund hast, der stärker ist als du selbst. Wenn du sagst, ich will mich in Form bringen, ja, ist schon wichtig, aber dass du dich in Form bringen musst, um ein Ziel zu erreichen, das ist viel, viel mehr Power, viel, viel mehr Motivation. Und dann bringst du dein Leben zum Leuchten.